Und wir sind wieder zurück bei Kugelkado und das letzte Mal haben wir dafür gesorgt, dass hier alles funktioniert mit dem Rundenwechsel und so weiter. Heute kommen wir nochmal zu dem Punkt, was wir hatten mit der Rutsche. Wenn das Ganze fällt, dann hat es noch nicht ganz richtig reagiert. Und tut mir leid, dafür möchte ich euch gleich mal wieder eine neue Funktion zeigen, welche auch zu diesem ganzen Collider-Zeug gehört. Nämlich Void on Trigger Stay. Diese Funktion wird aufgerufen jedes Mal, wenn ein Trigger überhaupt mit einem Collider in Berührung kommt. Und das ist halt quasi eine Private-Funktion. Das bedeutet, dass nur dieser Trigger, der halt zum Fall-Trigger-Controller gehört, auch registriert wird. Das interessiert unseren Auffangtrigger halt nicht. Das hat es auch bei den vorherigen Funktionen nicht interessiert. Und wir nehmen einfach das hier und setzen das dort rein. Das hat einfach den Sinn, dass diese OnTriggerEnter-Funktion ja nur dann aufgerufen wird, wenn irgendwas in den Trigger reinkommt oder draufkommt. Und das Problem ist, dass das dann bei einer oder zwei Kugeln nur zweimal aufgerufen wird. Aber wir müssen ja wissen, ob die ganze Zeit die Kugel auch drauf ist. Und so sind wir damit auf der sicheren Seite. Und jetzt kommt das, was ich beim letzten Mal einfach vergessen hatte: On Trigger Exit. Das ist dann die letzte OnTrigger-Funktion. Und da kopieren wir das hier einfach, setzen das dort ein und dafür setzen wir einfach False ein. Und das hat einfach den Sinn, dass wenn eine Kugel halt runterfällt, das Ganze auf False gesetzt wird. Und da, wenn mehrere Kugeln auf der Rutsche sind, dass sie sowieso aktiviert wird, wird der Falltrigger einfach wieder auf True gesetzt. Und das so lange, bis halt alle Kugeln runtergefallen sind und dann auch die letzte den Trigger verlässt und dann ist das halt einfach auf False. Somit funktioniert das Ganze dann jetzt. Wir können es einfach mal austesten. Könnte mal wieder ein bisschen dauern, bis hier was fällt. Mal schauen. Ja, es dauert wieder etwas hier. So. Ja, ohne die Anzeige mit dem 3210 ist das vielleicht noch ein bisschen doof. Aber kann man nicht ändern. So. Jetzt fällt's. Perfekt. Und sie rollt und sie rollt und sie rollt. Sie fällt raus. 3, 2, 1, 0. Und es hat sich gedreht. Es funktioniert alles. So. Die fällt aber auch böse. Und sie rollt und sie rollt und sie rollt. Ich möchte das jetzt nicht komplett ausführen bis zum Ende. Ihr könnt mir ruhig glauben, dass das funktioniert. So, damit wäre das fertig und wir kommen zu einem nächsten Punkt, der auch in diesem Moment sehr wichtig ist. Ich werde einfach mal diese und diese Fläche hier kurz wegschalten. So, jetzt haben wir nur diese Viererfläche hier. Und ich muss diesen Trigger Collider hier einfach mehrfach kopieren. Das hat einfach den Sinn, dass wir sonst ein Problem bekommen mit dem ganzen Gedrehe hier. Denn bisher ist der Trigger Collider ja nur über Platz 1, das heißt auch nur der erste Spieler bekommt halt Minuspunkte. Und deswegen kopieren wir das einfach, Duplicate, drehen das Ganze um 90 Grad und ziehen es an die richtige Stelle. So, hierher. Das sollte passen. Von der Höhe her sowieso, weil ich habe ja an der Höhe nichts geändert. Und dann duplizieren wir das nochmal, drehen es um 180 Grad und ziehen es wieder an die richtige Stelle. So, passt. Und das Ganze nochmal duplizieren, drehen es
um 270 Grad, ja, haut hin. Und positionieren das wieder richtig hier. So, das sollte hinhauen. Oh, hier vielleicht noch ein Stück rüber. So, das passt. Und jetzt, da sowieso die ganzen Scripts einfach durch das Duplizieren schon mit drin sind und auch der Trigger Collider und so, muss ich mich darum nicht extra kümmern. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Gehen hier auf die Main-Kamera. Hier haben wir die Punkte der Spieler. Und wir gucken einfach mal. Hehe, da haben wir schon das erste Problem. Aber ihr werdet sehen, auch die werden gezählt. 1, 2 und es sind minus 20 Punkte für den ersten Spieler. Ja, wir machen einfach mal weiter, bis die nächsten Kugeln fallen. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. So, hier fällt gleich eine. Oder auch nicht. Müssen wir jetzt aufpassen, dass die nicht beim Spieler 1 fällt. Ich werde euch zeigen, wie die restlichen Spieler auch funktionieren. Ja, jetzt. Oh, gleich 3. Und die landen alle bei Spieler 2. Dann 10, 20, 30 und drehen. Ja, und so funktioniert das halt jetzt bei allen Spielern. Und als nächstes wollte ich noch einführen, dass das Spiel erst startet, wenn der erste Stab selektiert wurde. Das heißt, wir müssen hier einfach mal eine weitere Variable einführen. So langsam wird es ziemlich eng mit den ganzen Variablen. Hier Game has started. Okay. Public bool first select. Ist gleich false. So, der erste muss natürlich selektiert werden. Und das passiert erst, wenn eigentlich kann das immer auf True gesetzt werden, ab dem Moment, wo der erste hier selektiert wird. First selected ist gleich true. So. Das muss ja nur ein einziges Mal gesetzt werden, deswegen ist es scheißegal. Es darf halt nie wieder auf False gesetzt werden, bis zu dem Zeitpunkt, dass das Spiel neu startet. So, und jetzt müssen wir hier in der Update-Funktion einfach if first selected, first selected, so, gleich False. Klammer auf. Game has started ist gleich false. Speichern. Und mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Rein theoretisch sollte es dafür sorgen, dass selbst wenn jetzt was runterfällt und es etwas länger dauert. Ja, okay, wir müssen aber neu starten. Solange nichts selektiert wurde, hat das Spiel noch nicht angefangen. Und alle, die runterfallen, sollten gelöscht werden. Ja, passt. Die fallen hier nicht mehr. Game has started ist auf false. Eigenartigerweise hat das Ganze noch nicht funktioniert. First selected is false. Das hätte nicht true werden dürfen. Das ist sehr eigenartig.
Dann werden wir einfach mal reingucken, was es hier noch so Falschrigger, bei Google Spawn sollte ja eigentlich, wenn es fertig ist, irgendwo. Ah. Das ist der Fehler. Es muss ganz unten hin. Denn wenn es hier auf True gesetzt wird, dann zählt das hier noch nicht. Dann wird es einfach überschrieben, quasi. Jetzt gucken wir es uns nochmal an. Ich hoffe, es fliegt was durch. Wäre ganz praktisch. Nein, es fällt natürlich nichts durch. Ach, müssen wir ein paar Mal probieren. Aber es ist halt so ein kleiner Bug, der muss bedacht werden. Sonst funktioniert das Spiel am Ende nicht so gut. Und der erste Spieler ist dann immer irgendwie am Arsch. Wäre ja doof. Es will gerade einfach nicht. Es ist schon traurig, dass man von seinem Spiel wünscht, dass es jetzt einen Bug ausführt. Aber es ist halt einfach so. Jetzt. Die wollen nicht fallen. Ich sorge einfach mal dafür, dass sie fallen. Der Counter ist schon abgelaufen. Game has started, ist false. So. Und jetzt müsste es, wenn ich hier auf die Kamera gehe und den ersten selektiere, auch das Game starten und es funktioniert. Passt. So. Alles super. Funktioniert. So. Als nächstes. Was wollte ich jetzt eigentlich tun? Das ist eine gute Frage. Ich wollte eine Kleinigkeit machen, nämlich beim Canvas etwas umstellen. Wir haben derzeit immer diese konstante Pixel Size. Und das ist falsch. Wir dürfen das nicht nutzen, einfach aus dem Grund, weil dann auf verschiedenen Handy-Displays die Größe des Angezeigten einfach anders ist. Und deswegen stellen wir hier einfach mal Scale with Screen Size ein, was eigentlich schon genau das sagt, was es tut. Wir gehen jetzt mal von einer Größe aus, die halt sinnvoll wäre. Wir machen mal 1200 zu 180. Quatsch, 800. So, da ist das gerade jetzt hier erstmal eine ordentliche Size. Das werden wir natürlich nochmal umstellen, wenn wir dann in Richtung Handyformat gehen und so weiter. Jetzt bringen wir erstmal das Spiel dazu, komplett zu laufen und erst danach werden wir es darauf einstellen, dass man es auf dem Handy bearbeiten kann. Also auf dem Handy spielen kann, meine ich. Und das war es natürlich noch nicht. Jetzt geht's an die restlichen Trigger. Wir haben natürlich bisher alles für die Vierer Grundfläche hier gemacht, aber wir haben ja auch noch die Option mit drei oder halt zwei Spielern zu spielen. Eigentlich sollte es aufgehen. Jetzt geht's auf. Und auch hier werden wir wieder genauso wie bei dem Vierer-Trigger einfach das Ding nachziehen. Jetzt. Und ich vergesse immer, dass das jetzt hier Blender ist. Da ist die Steuerung einfach anders. Das ist gewöhnungsbedürftig, wenn man immer hin und her wechselt. So. Dann müssen wir jetzt hier ein paar Loop Cuts setzen. Ich denke, die werden reichen. Und ziehen diese darüber. Das dahin. Das hierher. Und diese kommen dann SX. Nach da SY X so ein Stück rum und jetzt ziehen wir den Rest einfach in die richtige Richtung. SX Stück weiter nach da SX so SX
Das ziehen wir nach dort. Und das ziehen wir dorthin. So, damit haben wir eigentlich schon unseren Collider fertig. Passt so. Wir löschen jetzt einfach das hier und behalten nur den Collider. Speichern das Ganze als Trigger 3. Speichern. Fertig. Dann brauchen wir natürlich auch noch den Trigger für die Zweiergrundfläche. Die wird einfach genauso gemacht wie zuvor. Mach dich groß. So. Und auch hier werden wir einfach wieder ein paar Loopcuts setzen und werden den Rest dann daran anpassen. Natürlich sollte man den erstmal etwas flacher machen. SZ. So, nach oben. Und jetzt können wir das Ganze ordentlich bearbeiten. Na, dreh dich. So. Das markieren hier. SX. Y meine ich diesmal. SY passt. Und jetzt. Ach. Dieser Steuerungswechsel ist echt anstrengend. SY. Ein Stück weiter nach dort ziehen. SY. So. SY. Einfach hier alles schön bedecken. Es muss nicht zu perfekt aussehen. Erstens sieht man es am Ende ja sowieso nicht. Und zweitens ist das kein Weltuntergang, weil die Kugel eh circa dahin fliegt. Und das jedes Mal, weil die halt eigentlich so ziemlich immer dieselbe Geschwindigkeit hat. So, löschen wir das. Save as. Trigger 2. Speichern. Schließen. So, damit wären auch diese fertig. Ich werde mal fix die Grundfläche ausblenden und den Vierer-Trigger hier runterbringen. Nein. So ist besser. Der sollte eigentlich an der richtigen Stelle sein. Ich guck mal fix. Ja, passt. Die sind alle richtig. Und jetzt nehmen wir erstmal die Dreier-Grundfläche und richten den Trigger erstmal aus. Dafür muss ich natürlich erstmal den hier einfügen. Den setzen wir jetzt erstmal wieder auf 0, 0, 0 und ziehen den dorthin rüber. Wir sollten ihn einfach mal um 90 Grad drehen, minus 90 Grad vielleicht, und haben von da aus, was habe ich getan? Ich bin etwas weit weggekommen auf einmal. Hab irgendeine falsche Taste gedrückt. So. Jetzt bin ich wieder zurück. Positionieren das Ding natürlich erstmal richtig. Dafür müssen wir es nochmal hier ein Stück drehen. So. Das dürfte passen. Vielleicht müssen wir die Höhe noch ein bisschen ändern. Ja. So. Es sollte möglichst das Mittelstück nicht hier berühren. Und es passt. Stückchen höher, damit es auch den Rand hier nicht berührt. Nicht, dass das dann irgendwelche Irritationen gibt. Es berührt die Rutsche. So, jetzt auch nicht mehr. Und wir machen es einfach nochmal ein bisschen dünner. Dann stört es weniger. So, es schwebt direkt perfekt darüber. Alles gut. Können wir so lassen. Jetzt bekommt es natürlich auch noch das passende Script, nämlich das Auffang-Trigger-Script. Genau jenes. Ziehen wir dort rein. So. Und jetzt wollte ich hier nochmal gucken. Das passt eigentlich alles relativ gut. Lassen wir so. Duplicate. Und jetzt brauchen wir wieder den hier. Wir müssen das Ganze um
plus 120 drehen. Na. Jetzt. Positionieren das wieder richtig. Und duplizieren das nochmal. Duplicate. Plus 120. Na, das will es aber heute auch nicht. So. Ordentlich positionieren. So, das sollte passen. Und da ich da wieder das Skript schon hinzugefügt habe, ist alles okay. Was ich aber vergessen habe, ist den Collider mit einzufügen. Dafür brauchen wir natürlich einen, nein, Physics Mesh Collider, der gleichzeitig konvex und Trigger ist. Nein, Trigger hier. Und genauso hier bei dem Physics Mesh Collider konvex Trigger. Nein, ich will. Mensch, ins Kinasch. Hier, jetzt. Den will ich. Danke. Physics, Mesh Collider, Konvex, Trigger. Jetzt sollte es auch dafür funktionieren. Dann ziehen wir den hier auch mal wieder runter, damit die auch ordentlich sortiert sind. Und als nächstes kommt dann die andere Grundfläche. Wir brauchen noch die passenden Materialien hierfür. So, Material 1, Material 2 und ich erwische es nicht. Jetzt. So, und ja, als nächstes kommt natürlich Grundfläche 2. Dafür müssen wir jetzt auch noch die Trigger einsetzen. Und wenn das dann vorbei ist, dann ist auch die Folge vorbei. Hier setzen wir ordentlich ein. Das ist um diese Anzeige gedreht. Nein, das war das Falsche. Ich wollte eigentlich von der Zweiergrundfläche. Die ist gar nicht gedreht. Wieso ist die dann so eigenartig positioniert? Ah, weil sie in der Z-Richtung gedreht war. Das sollte nicht sein. Wieso war sie in der Z-Richtung gedreht? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach nochmal rückgängig und drehen einfach den Collider genau in. Ja, jetzt liegen die ganzen Collider da drüber. STG und C. Und in der Y-Richtung drehen wir das einfach mal kurz. Und positionieren das dann direkt passend dazu. Nach unten. So. Ein Stückchen drüber. Dann natürlich auch noch ein bisschen dünner machen. Das passt perfekt. So, dort stößt es eigentlich nicht an, sollte es zumindest nicht. Ziehen wir noch ein Stück weg, damit da auch ja kein Problem entsteht. So, das passt. Und dasselbe machen wir jetzt natürlich mit dem Duplikat von dem Teil plus 180 Grad und drehen es in die richtige Richtung. So. Das Problem ist, dass es so leicht gedreht ist. Funktionieren die Pfeile nicht so perfekt, aber wenn das so gedreht war, vielleicht hatte es einen Sinn, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es nicht erfahren. So schnell. So, und hier passt es auch. Lassen wir so. Geben dem Ganzen natürlich einen Collider. Mesh Collider, Konvex ist Trigger und auch hier ziehen runter. So. Mesh Collider, Konvex ist Trigger und Sie kriegen natürlich auch noch das passende Script. Das wäre das Auffangskript und natürlich auch die Kamera dazu. Du auch Auffangskript. Rein damit. Und natürlich noch das passende Material. Eins. Ich erwische es nicht.
Manchmal will das nicht so richtig. Zieh es einfach hier rein. So. So geht's auch. Und jetzt müssen wir natürlich auch die Fläche wieder deaktivieren und aktivieren erstmal die Viererfläche hier. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.